Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing, einem neuen Video der Kategorie, ja, monatliche Entdeckung. Und zwar die monatliche Entdeckung für den Mai 2022. Und zwar, eine kleine Geschichte folgt, meine monatliche Entdeckung sind Omen. So, und bevor jetzt alle loslegt, wie, du kanntest Omen nicht? Ja, manche Sachen entdeckt man erst eher spät. Der Name und auch das Bandlogo, insbesondere das Neue, dieses, was nach so einer Wordart aussieht, ist mir natürlich geläufig, aber ich habe sie nie wirklich gehört. Und das hat eine Geschichte, also nicht, dass ich sie gehört habe, aber dass ich sie jetzt entdeckt habe. Und zwar, ich bin ja auch als DJ unterwegs und ich habe letztens eine Kings of Metal Classic Metal Party gemacht und musste dann auch feststellen, es gibt da doch noch was zu entdecken für mich. Also ich habe eine sehr, sehr gute Party gemacht, aber es gab doch noch im Detail so ein paar Bands, wo ich dachte, scheiße, da muss er auch nochmal nachlegen. Und eine davon war halt eben Omen. Und ich bin noch in derselben Nacht auf dem Rückweg online gewesen und habe mir dann überlegt, scheiße nochmal, ich muss hier was nachlegen. So, und dann Omen einfach mal geguckt, das Album Battlecry, das erste. Ich fange ja entweder ganz gerne beim aktuellen oder beim ersten an. Mittendrin finde ich es immer wenig repräsentativ. Ich finde es immer besser, wenn man die Band halt, ja, wie sie entstanden ist, chronologisch mithört. Ich finde, das kommt meistens gut rüber. Plus, dass die ersten Alben immer auch die stärksten sind, so als Faustregel bei mir zumindest. Und gesagt, getan, Battlecry bestellt, gehört, verliebt. Und zwar, ja, monatliche Entdeckung, Omen, kein Witz, jetzt erst. Battlecry ist halt 84 erschienen und Omen sind eine Band aus den USA und machen, ja, Classic Heavy Metal, beziehungsweise auch die Anfänge vom Power Metal. Aber dieser Power Metal, nicht Spät-90er Hammerfall, sondern Power Metal der 80er, wo Power Metal noch direkt aus der Hölle kam, sozusagen. Als Vergleich könnte man zum Beispiel Stormwitch dazu zählen, ich meine, das sind Deutsche. Was aber relativ markant ist, so nach US klingt es hier gar nicht. Es klingt ziemlich britisch. Also es ist halt sehr nah am New Wave of British Heavy Metal, wie aber halt auch dieser frühe Power Metal, der Classic Metal der 80er, auch irgendwie war. Es ist halt auch die Zeit 1984. Und das hat mich dann, wie gesagt, ziemlich schnell vom Hocker gehauen. Omen gibt es auch heute noch, das ist ganz spannend. Aber einzig allein Kenny Powell, der Gitarrist und hier mit Backing Vocals verzeichnet, ist noch mit an Bord. Der Sänger J.D. Kimball ist inzwischen verstorben. Und die Band hat in den 80ern mehrere Alben rausgebracht. Ich meine, eins in den 90ern und seit 2000 auch noch zwei. Aber das war alles vor 2017. 2017 gibt es eine komplett neue Besetzung von Omen. Wie gesagt, original ist nur noch der Gitarrist dabei. Keine Ahnung, wie die heute klingen. Vermutlich ist es heute auch nicht mehr meine Band. Aber gerade die frühen 80er Classic Power Metal, New Wave of British Heavy Metal Dinge, Sachen, finde ich immer geil. Und mir war klar, dass es für mich eine geile Entdeckung wird. Und das ist auch so gekommen. Die Produktion ist kernig, auch klassisch 80er. Ich finde, das hört man besonders in den kernigen, direkten Drums. Und der Rest ist immer so leicht verkorrt. Ich mag das. Die Stimme ist unglaublich präsent. Also J.D. Kimballs Stimme ist halt auch, und da merkst du dann diese Power-Metal-Momente, eine sehr gehobene, auch sehr klare Stimme, neigt auch in diese langen Schreis überzugehen. Es ist relativ klassischer 80er-Metal. Dazu natürlich auch ein Artwork zum Zungeschnalzen. Also ich mag diese Fantasy-Artworks, mich erinnern die immer an frühen 90er Point-Click-Adventure oder weiß der Henker was für Computerspiele, Heimdall 2, mein erstes Computerspiel. Ja, das Gesamtkonzept stimmt hier. Du hast ein Artwork, du hast einen Sound, auch eine Produktion, die authentisch ist, die jetzt nicht überproduziert ist, das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig, sondern die ist relativ, kernig, echt authentisch. Und das ist es, das, was du der Band halt auch irgendwie raushörst. Und na, apropos, als Power Metal noch direkt aus der Hölle kam, also der noch richtig böse war, ich meine, du hast ja natürlich auch die Optik, er sieht ein bisschen aus wie John Mickeltor, aber du hast natürlich auch noch diese Leather and Chains Optik, die auch Stormwitch oder halt auch Running Wild oder weiß der Henker, wer damals alles hatte. Da finde ich, ist das Gesamtkonzept stimmig gewesen. Wie gesagt, heute ist es wahrscheinlich nicht mehr meine Band, aber gerade das Battlecry-Album, ich habe jetzt bislang nur das Battlecry-Album, hat mich aber überzeugt. Du hast jetzt nicht die totalen Metal-Überhits drauf. Das muss man ganz klar sagen. Das sind jetzt nicht die prägenden Metal-Songs der Szene, weil dann wäre Omen heute auch größer, als sie wahrscheinlich sind und dann eher auf einem Sex-Niveau oder so, die halt die Überhits geschrieben haben. Aber du hast hier eine Menge
sehr geiler ja, und sehr hörbaren Songs drauf. Und zwar, meine Favoriten sind ganz klar In The Arena. Das ist der letzte Song des offiziellen Albums. Die sind zwei Bonus, auf der Version sind zwei Bonustracks mit drauf. Ursprünglich geht das Album 10 Songs lang und ist dann so bei 35 Minuten Spielzeit. Ich habe auf der Version, ist halt auch irgend so ein Reprint-Gedöns, zwei Bonustracks drauf, auf einem Metal Massacre Sampler. Die haben sehr viel am Sampler am Anfang mitgearbeitet und eine Live-Version des Titeltracks. Der Titeltrack möchte ich hier auch erwähnen, ist ein besonders geiler Song. Aber auch Be My Wench finde ich ist, glaube ich, dann eher im Bereich der Geheimtipps innerhalb des Albums. Aber auch Death Rider, The X-Men, Dragon's Breath, grandiose Songs. Die bringen auch eine Menge Speed mit. Wie aber Power Metal halt damals war, halt nicht nur episch und na, wie es dann die Spät-90er präsentiert haben, sondern halt auch mit einer Menge Tempo. Und gefällt mir einfach sehr gut. Wie gesagt, ist sehr nah auch am New Wave of British Heavy Metal. Die Stimme macht eine Menge her. Und für mich eine, ja, eine wirkliche Entdeckung. Und dann auch noch DJ-mäßig eine Bereicherung, kann man definitiv auch von sprechen. Aber ich mag diesen, ja, ich mag einfach diesen Stil. Ich mag diesen 80er-Jahre-Power-Heavy, New Wave, British Heavy Metal-Stil. Kann man ja hier theoretisch nicht von sprechen, weil eine US-Band. Aber wie gesagt, so US-mäßig klingen sie nicht wie Lizzie Borden oder so, wo du klar diesen US-Metal halt auch raushörst. Ich finde schon, dass sie einen sehr britischen Einschlag haben. Und da passt es einfach. Ich finde, das ist eine der Bands, wo alles passt. Und für mich dann auch eine Bereicherung für, ja, wie gesagt, für DJ und für die Sammlung ja sowieso. Aber es ist halt immer wieder spannend, dass es solche, ja doch auch nicht kleinen Bands, kann man ja bei Omen wirklich nicht drüber sprechen, so kleine Bands gibt, die halt irgendwie nicht diesen Weg in diese Plattensammlung finden, weil, ja, ich höre ja alles Mögliche von Hippie Rock The Doors bis hin zu Suicidal Black Metal irgendwie. Da kann man nicht alles mitnehmen. So, klar, als DJ kann man jetzt wieder sagen, musst du doch kennen, vor allem wenn du solche Partys machst. Man kann einfach auch nicht alles kennen. Ich bin aber immer wieder froh, wenn man dann im Nachgang ja, wieder darauf hingewiesen wird. Klar, manchmal dann auch über die harte Tour. Aber mit Omen habe ich definitiv da eine Bereicherung erfahren. Ich überlege mir auch Tatsache noch, die 80er-Jahre-Alben noch zu holen. Ich glaube, in den 90ern wird es nicht mehr meins sein. Und ab 2000 ist das dann so eine Band dann so, Aber gerade so die ersten paar, dachte ich mir, kann man geben. Da seid ihr vielleicht auch gefragt. Vermutlich habt ihr definitiv, also definitiv habt ihr da draußen in der Masse sowieso mehr Ahnung von der Band. Weil ich bin halt biografisch und halt auch dann inhaltlich bei Omen ein Neueinsteiger, wenn ich auch den Namen immer schon gelesen hatte und es auch zuordnen konnte, aber halt nie gehört. Jetzt habe ich es erledigt, für mich eine echte Entdeckung, wie gesagt. Mein persönlicher Favorit ist In The Arena, der ist ein bisschen langsamer, habe aber diesen geilen Chorus. Geile Chorus-Refrains haben die an Bord, nicht die Überhits, aber einen guten, authentischen, leicht Speed angehauchten Power-Metal oder Früh-Power-Metal gefällt mir in der Summe einfach gut. Jetzt seid ihr aber gefragt, lohnt es sich bei den anderen Alben auch noch einzusteigen? Das ist ein bisschen die Frage, bis wohin lohnt es sich, wie gesagt, ob das so eine Band ist, die 2022, ob ich die 2022 noch brauche, wage ich zu bezweifeln, dafür habe ich zu viel Erfahrung dann mit solchen Werdegängen, aber auch da lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Das gesamte Konzept stimmt hier und für mich könnte es auch bei Battlecry bleiben. Einfach ein geiles Album aus den 80ern, das definitiv diese Beachtung hier verdient hat. Und das ist doch ein tolles Schlusswort. Auf jeden Fall so viel zu Omen und der Geschichte, wie ich die dann entdeckt habe, über die Kings of Metal Party, die ich ja selbst mache, die es auch demnächst wiedergeben wird. Und dann mit Omen an Bord, kein Witz. Ich muss noch ein paar andere Bands nachlegen, ist ja doch immer wieder lückenhaft geprägt, aber Omen vermutlich erstmal nicht. Ja, lasst mich wissen, lohnen sich die anderen Omen-Alben auch noch? Was habt ihr da so für einen Zugang oder eine Meinung zu Omen und Battlecry? Auf jeden Fall für mich spaßig zu hören, hat viel, viel Spaß gemacht und wird definitiv hier nochmal ein paar Mal rotieren. Ich bin sehr gespannt, was von euch da kommt. Ich habe hier eine Menge monatliche Entdeckungen und andere Videos. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht habt, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten kommentiert fleißig, lasst euren Senf da. Vielleicht habt ihr auch noch eine 80er-Legendenband, die jetzt nicht ganz oben auf ist, die ihr mir empfehlen wollt, dann auch immer her damit. Ich versuche sowas immer dann auch reinzuhören. Häufig kaufe ich mir die Sachen dann auch und mach entsprechend genau diese Art von Video nochmal drüber. Es ist so eine Art Selbstrekrutierung von monatlichen Entdeckungen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Mal sehen, was da kommt. Bis dahin. Ciao, ciao.